Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. Und auch an dieser Stelle mal schöne Grüße an dich, und Carsto. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier mal in die Videobeschreibung meine verwendeten Mods reingepackt. Die werde ich natürlich noch ein bisschen erweitern demnächst. Aber das sollten eigentlich alle sein, die ich momentan benutze. Und hier sind wir jetzt gerade in der Auswahl unseres nächsten Auftrages. Ich wollte eigentlich hier nach Weißrussland fahren, nach Brest. Aber ich glaube, da wir eh nach Russland und nachher nach Moskau weiterfahren möchten, werde ich mal diesen Auftrag hier annehmen. Nach Nevel oder Nevel. Und dort müssen wir dann Sägespäne transportieren. 14 Tonnen ist eine wichtige Lieferung. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns die Kiste auch mal. Haben wir natürlich wieder eine längere Strecke vor uns, aber man könnte hier nicht im Holz ein bisschen aufräumen. Wir haben unseren Traktor gerade hier repariert. So, Licht mal anschalten. Wir haben mal, uns steht hier ein Nachtfall ins Haus. So, dann mal hier hinten ranfahren. Und dann satteln wir die Kiste mal schön auf. Und ja, im Prinzip können wir dann mal hier uns kurz mal alles anschauen. Nächste Pause in 5 Stunden. Wir haben 25 Stunden Fahrzeit vor uns. Das ist natürlich schon echt stattlich. Und dann werden wir aber erstmal hier vom Gelände runterfahren. Und dann bin ich euch mal gespannt, was uns dann hier so erwartet. Vor allem, über welche Straßen wir fahren. Haben wir nur Autobahn vor uns oder auch Landstraßen viel? Wie sind die Straßenverhältnisse? Tanken müssen wir definitiv auch mal demnächst. Also, was heißt demnächst, aber auf jeden Fall auf der Strecke. Mann, ist das hier ein Gerödel. So, Licht definitiv mal anschalten. Und fahren wir jetzt mit unserer Ladung über diese. Oh, Geisterfahrer und Tour. Über diese geile Rampe rüber. Aber das passt auf jeden Fall alles. Wir können mal kurz von außen schauen, wie unser Gespann jetzt hier aussieht. Und wie wir fast reinfallen. Aufpassen. Hier schön entspannt runterrollen. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, dieses Mal die Fracht auch ganz zu lassen. Keine Lust wieder auf irgendwelche dummen Abzüge. So, bleibt die Ampel noch grün. Das ist sehr freundlich von ihr. Und da geht es Richtung Russland. Ich weiß noch, dass ich die russische Kartenarbeitung schon mal irgendwann gespielt habe. Und dort war es, glaube ich, so, dass man dort auch mit dem LKW schneller fahren durfte. Bin ich mal gespannt, ob es immer noch der Fall ist oder ob das damals nur irgendwie ein Fehler gewesen ist. Also ich weiß nicht, wie da die Gesetzeslage in Russland selber ist. Da lassen wir uns auch mal überraschen. Ansonsten habe ich mich letztens mal ein bisschen umgeguckt und habe auch auf jeden Fall noch ein paar Mods gefunden, die ich eventuell ins Spiel hier einbauen möchte. Darunter unter anderem auch eine Mod für die Lichter, die halt ein bisschen realistischer werden sollen. Hat sich auch echt super angehört, das Ganze. Das einzige Problem war, ich habe in den Kommentaren so ein bisschen gestöbert und gesehen und gelesen, dass es einen Fehler gibt. Und zwar sieht man wohl auch ziemlich große Lichtkegel tagsüber. Und das ist natürlich dann irgendwie so ein bisschen suboptimal. Ja, was ist jetzt hier wieder los? Der fühlt sich wahrscheinlich schon von mir ein bisschen bedrängt, ne? Aber die scheinen ja so rot zu haben. Ach Leute, fahrt doch einfach mal, wir müssen es hier abbiegen. Ja, und vielleicht, ich bin mir nicht so ganz sicher, es kann sein, dass ich die Verkehrsmod auch nochmal ändern muss. Also ich bin zwar ganz zufrieden damit, dass der Verkehr hier ziemlich dicht ist, allerdings, wenn die sich halt immer so dämlich anstellen, das macht das wenig Sinn, das Ganze. Und ich bin jetzt wirklich nicht zu weit in die Kreuzung reingefahren. Also jetzt am Ende schon, aber am Anfang natürlich nicht. So. Jetzt kommen wir hier aber auch endlich mal auf die Strecke. Ja, und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was für einen Truck wir uns als nächstes kaufen.
sollen. Vor allem welche Hersteller, vielleicht auch direkt ein Modell und vielleicht habt ihr auch eine Ahnung, so, was ist eine Ahnung oder eine Idee, ob es eine coole Mod gibt für einen Truck. Das wäre ja auch eigentlich ziemlich lässig. Dass wir uns auch mal den ganzen Innenraum hier ein bisschen schick machen. So, wir machen uns erstmal hier auf die Strecke. Haben wir noch einiges vor uns. Insgesamt sind es 843 Kilometer. Das heißt, wir müssen, ja, ein bisschen über der Hälfte müssen wir auf jeden Fall tanken gehen. Na, wir ziehen mal rüber, nicht, dass der hier wieder uns in die Spur reinfliegt. Jetzt sind wir hier erstmal auf Landstraße unterwegs. Das ist ja noch ziemlich innerorts, 50. Bisschen aufpassen soll ich schon. Ja, wie gesagt, die Modliste ist unten in der Videobeschreibung. Und was ich auf jeden Fall auch drin habe, ist eine Mod, die realistische bzw. aktuelle Tankstellenpreise in das Spiel einfügt. Das finde ich auch ziemlich lässig. Oh, Radarkontrolle. Da sollten wir wirklich mal hier die 50 halten. 50. Auch wenn es bergab geht. Und ich spekuliere einfach mal darauf, ohne jetzt irgendwie im Vorfeld nachgesehen zu haben, dass wir in Weißrussland, da fahren wir auch durch, oder dann spätestens in Russland halt günstig tanken können. Hoffe ich mal. Ja, wir werden jetzt hier schon ziemlich in die Nacht reinfahren. Ich denke mal, wir werden so, ja, circa bis um 2 Uhr, spätestens halb 3, 3 werden wir auf jeden Fall jetzt weiterfahren. Dann müssen wir eine Pause einlegen und dann fahren wir dann irgendwann mittags weiter. Oh, hier links, schaut mal, Polizei. Ja, das ist Krankenwagen. Da ist ein Unfall passiert. Naja, zumindest waren wir. Wir haben zwar rüber geguckt, aber wir sind nicht von der vom Tempo runtergegangen. Wir sind also keine Gaffer im klassischen Sinne. So, hier vorne geht es aber nach links ab, Richtung Bjatjestok. Ja, und falls hier irgendjemand ist, der Russisch spricht, kann ich leider gar nicht. Also Aussprache wahrscheinlich komplett daneben. Ah, hier vorne ist ein Zug. Na, wie lang ist die Kiste denn? Ja, vielleicht kann ich hier schön anrollen lassen. Oh, Schranke, geh auf. Ja, so ist es halt immer, ne? Wie im echten Leben. Man fährt immer an die Ampeln ran. Die sind immer noch rot, wenn man davor steht. Ja, aber erstmal hier schön Landstraße. Ich bin mal gespannt, ob wir nachher noch auf die Autobahn kommen oder wie. Ich habe halt keine Ahnung. Ich bin in meinem Leben das weiteste, was ich im Osten gewesen bin, war Polen, Tschechien. Slowakei. Rumänien war ich auch noch, aber dann wird es auch schon langsam dünn. Also Russland zum Beispiel gar nicht. Alles darüber hinaus bis nach China, Japan, kenne ich alles nicht. Im Süden sieht es ja schon anders aus, also bin ich auch mit dem Auto schon überall lang geguckt. Also ich weiß nicht, A7, da kann ich euch echt jeden Stein beim Namen nennen. Was ich auch immer lustig finde, ich komme aus Norddeutschland, also um genau zu sein, wohne in Flensburg. Und für viele Leute fängt ja hier schon der Süden irgendwie von Deutschland in Hamburg an. Das ist dann schon Süddeutschland, also das ist immer echt ziemlich geil. Obwohl es da eigentlich erst losgeht in Deutschland. So. Bjatjestok. Und wenn wir mal auf unsere Fahrzeit schauen, auf die voraussichtliche, dann wundert mich das auch nicht bei der Kilometeranzahl. Wenn es jetzt hier wirklich nur über Landstraßen gehen sollte, dann, ja, kommt es natürlich hin. Und ich denke mal, ich die Folge jetzt auch hier wieder am Stück aufnehmen werde. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt irgendwie, ja nicht jetzt, aber irgendwann demnächst, so nach 15 Minuten, 20 Minuten, mal einen Schnitt setze und der ein bisschen abrupt vielleicht kommt.
Aber ich habe hier halt keinen Timer irgendwie nebenbei laufen, wo ich dann gucke, oh, jetzt sind 15, 20 Minuten vorbei. Ich muss die Folge jetzt beenden. Also maximal eine halbe Stunde, damit kann ich noch leben, aber darüber irgendwie, weiß nicht. Könnt ihr mir auch ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr so für eine gute Folgenlänge halten würdet. Also aktuell versuche ich es immer so bei 15 bis 20 Minuten zu belassen. Aber wenn ihr zum Beispiel bei mir bei Anno reingesehen habt, oh, nicht so viel schnacken, auch hier mal ein bisschen auf die Straße aufpassen. Bei Anno, da nehme ich auch so viel am Stück auf, da ist teilweise immer so eine Folge auch eine halbe Stunde lang. So, hier haben wir eine Baustelle. Das ist das, was ich meine. Man hält an, steht und mit dem Stillstand der Räder, zack, Ampelschalter auf grün um. Ah, hier oben. Ich liebe Polen. Ich finde solche Schilder und auch die Schilder in Deutschland in Autobahnen, die machen das ganze Spiel auch echt lebendig. Das gefällt mir richtig gut. Also die Jungs vom ProMods-Team, die haben richtig gute Arbeit geleistet. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich halt mit dem Grundspiel auch schon sehr zufrieden gewesen bin. Das hat sich auch über die Zeit echt gut fortentwickelt. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, ob irgendwie mal ein neuer Teil angekündigt worden ist. Also klar, es gibt ja den American Truck Simulator mittlerweile, den habe ich noch gar nicht gespielt, mir nur mal ein paar Videos angesehen. Aber ich muss sagen, irgendwie reizt mich so das Amerikanische nicht so wahnsinnig. Vor allem habe ich hier noch einiges zu tun. Aber ich will jetzt mal hier nicht abbremsen. Auch wenn wir natürlich jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen überschreiten. Rechte Spur. Das sollte man eben immer machen. Vor allem als LKW-Fahrer. Ja, Autobahn. Sehr schön. Das heißt, wir kommen jetzt hier an eine Mautstation, denke ich mal, vorne. Da müssen wir uns natürlich mal dran halten. Okay, wollen die direkt schon Geld oder so? Erstmal nur ein Ticket ziehen. Ne, wir kriegen erstmal nur ein Ticket. Schönen Tag noch. Uns rein, ich hoffe doch. Ja, schaut gut aus. Aber jetzt noch 30, was ist da denn los? Die stehen hier alle am Rand. Ja, müssen wahrscheinlich Pause machen oder irgendwas ist natürlich los. Alles noch Mautbereich hier. Dann muss ich mich vielleicht mal hier doch mal an die Geschwindigkeit halten. Nicht, dass hier gleich noch ein Blitzer steht. Ja, da steht ja wunderbar, Leute. Lass mal eine Zigarette rauchen, ein Bierchen trinken und dann pennen gehen oder was. Wir sollen jetzt nicht für das Stück wirklich Geld bezahlen. Also mehr als 1 Euro würde ich dafür nicht ausgeben. Selbst das wäre schon teuer, ganz im Ernst. €7 für das Stück. Für einen Abschnitt von ja, maximal 1000 Meter, den wir mit 30 km/h fahren durften. Starke Sache. Das dürfen wir eigentlich auch schon in Weißrussland sein, oder? Täusche mich da. Ich schau mal kurz auf die Karte.
dass wir hier mal ein bisschen einen kleinen Überblick bekommen. Ja, wir sind in Brest, alles klar. Dann geht es jetzt hier über die E30 weiter, an Minsk vorbei. Das kennt man auf jeden Fall. Und dann hier nach Nevel weiter. Okay. Endlich sind wir im Osten. Da können wir ein bisschen mal schauen. Dann werde ich aber zusätzlich die Pause nicht so spät machen, dass wir halt mal ein bisschen bei Tageslicht hier durchfahren. Und jetzt ist es natürlich hier mit dem Schilderlesen schon so eine Sache. Kyrillisch kann ich leider nicht so gut. So, Ampeln aus. Wir sind allerdings auf der Vorfahrtsstraße. Das sieht gut aus. Geradeaus weiter, alles klar. Oh, was sind das für Bodenwellen hier? Ah, schon mal angenehm, dass hier nicht überall eine Ampel steht, in der wir anhalten müssen. Ach, hier vorne kommt eine Tankstelle. Dann schauen wir doch da mal gleich nach, was wir hier an Sprit oder für den Sprit bezahlen müssen, für den Diesel. Also, wenn wir jetzt hier unter einem Euro liegen, ich habe heute mal geguckt, bei uns hat es heute 1,06 € gekostet. Dann ist LKW-Diesel ja meistens noch ein bisschen günstiger, auch wenn es nicht viel ist. Ich glaube, es Cent oder so. Aha. 55 Cent. Sehr schön, dann bunkern wir hier auf jeden Fall voll. Das lohnt sich dann ja richtig. Was da reingeht, ne? Das ist natürlich echt mehr als anständig. Aber gut, wenn man mal dran denkt, wir verbrauchen natürlich auch so 35 Liter auf 100 Kilometer. So, 652 Euro rausgehauen. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Preis, da würde ich auch für tanken. Definitiv. So, er lässt uns fahren. Ist die Frage, sollen wir jetzt eine Pause einlegen? Ich mache das einfach mal. Dann können wir hier mal ein bisschen uns mal ein bisschen umschauen. Auch wenn ich jetzt noch ein bisschen Lenkzeit hätte, ist dann nun mal so. Ich stelle den Motor ab. Und dann einmal bitte schlafen gehen.